Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben ein umfangreiches Programm für heute Nachmittag zusammengestellt. Wir, das ist die Wirtschaftsgemeinschaft Bad Freimalde e.V. Und wende mich Gott weiß wohin, ich will mein Glück proben. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um das etwas versteckt gelegene Einzeldenkmal Karl-Marx-Straße 24a als Denkmal des Monats auszuzeichnen. Es handelt sich um das überlieferte Autowerkstattgebäude des Kraftwagenhändlers Hans Emil Spörl. Er lebte von 1874 bis 1969, welches 1940 fertiggestellt wurde. Baugeschichtlich dokumentiert das Wirtschaftsgebäude einen aus der Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges seltenen innerstädtischen Funktionsbau. Das Gebäude wurde als Sichtziegelbau in sachlichen Formen errichtet. Die Gestaltmerkmale des Gebäudes, wie zum Beispiel die Fensterteilung und die Originalklinker, werden dabei erhalten und bei der Neuaufteilung der Räume im Inneren berücksichtigt. Das Denkmal des Monats erfolgt ja einmal die Auszeichnung im Monat durch die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischem Stadtbau. Ja, danke weiter, lieber Herr. Danke. Aus diesem Grunde, Herr Mayer, Bauminister des Landes Brandenburg AD, würde ich Sie herzlich bitten, nach vorn zu kommen. Auch wenn Sie den Kopf schütteln, wahrscheinlich. Aber das wird einen anderen Grund gehabt haben. Die Stadt Bad Freienwalde-Oder ehrt Herrn Hartmut Mayer für seine langjährige Unterstützung zur Kurstadtentwicklung als Bauminister und Landtagsabgeordneter. Allerdings aus der Zeitung mitbekommen habe, macht die Städtebauplanung und die Verkehrsplanung jetzt ein Theologe. Und ich denke, die Fachleute sollten das nicht ganz aus der Hand geben. Schönen Dank. Ich will mein Glück proben.